So, hi Leute und willkommen zu Race of the Tomb Raider. Wir waren wieder mit der Schatzsuche beschäftigt im letzten Let's Play. Und wir haben noch einiges offen. Hier fehlt jetzt noch die Herausforderung, das hatten wir ja vorhin gemacht. Die hatten wir alle fertig, genauso wie hier. Also diese Wettanlage, die wird sehr viel brauchen. Und hier gibt es auch noch sehr viel, was wir noch machen müssen. Gräber haben wir zwar hier alle, aber Missionen sind noch hier offen. Dann haben wir noch Herausforderungen. Truhen gibt es noch massig. Dann haben wir hier noch Kryptaschätze, noch mindestens eine. Reliquien haben wir noch viele, dann sind hier noch ein paar Dokumente verstreut, sowie Wandgemälde, Überlebensverstecke sind noch hier ordentlich, sowohl Münzverstecke. Also wir haben hier noch ordentlich was zu tun und wir machen denn hier weiter. So. Dann machen wir erstmal die Schnellreise hier hin. Na, lade schon schneller. So. Wandgemälde ist hier noch. Auch Poster abfackeln. Forschertasche ist da auch noch in der Nähe. Hier ist auch noch meine Forschertasche. Vielleicht da vorne, ja, freilich. Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Haben wir das schon irgendwo mal gehört? Die Münzverstecke sind hier auch noch ein Haufen. Da ist die Mission. Also Gräber haben wir alles, aber Krypta ist noch eine, weil ich sage, ich mache erstmal die Krypta. Also muss ja hier irgendwo aufgezeichnet sein. Das ist das Grab. Höhle. Vielleicht wenn ich die Forschertasche, dann wird die Krypta sichtbar. Dann holen wir hinten da die Forschertasche. So, da kam ich ja her. Und ja, ich will auch rein. Na los, lade hinter. Ui. Das ist also hier.
hoch. Ich wollte auch nicht, dass ich das Ding übersehen habe. Na, Karte wurde aktualisiert. Überlebens versteckt wurde und ein Relikt wurde hier aufgedeckt. Wie dort hinter sei. Da habe ich letztens doch richtig geguckt. Aber warum ich das nicht anvisieren kann? Obwohl die noch nicht eingesammelt wurden. Muss nämlich in irgendeiner anderen, muss dieses Grab sein. Was ich da aufgedeckt hatte. Oh, Waffen. Die normale Knarre. Also das mit den Postern. Autsch. Da habe ich mich abgegangen. Aber eine
war das das hier, da das so. Wir haben nur noch 10 Minuten. Also das nächste Let's Play mache ich dann die Geschichte weiter. Das wird wirklich zu langweilig. Wettanlage. Ja, das war das Grab. Ich kann die Kacke immer noch nicht anvisieren. Ich glaube, hier müsste das denn sein, wo man denn hier wie lang kommt. Das kann ich komischerweise anvisieren. So, 2 von 7. Schon. Jetzt hat er wieder den Fehler gemacht und das Ding der verwechselt. Das.
So, da ist irgendwo da drin. Na, da fehlt uns immer noch die Ausrüstung. Um diese Weg zu öffnen, benötigen Sie den Dietrich. Wo fiel denn den Dietrich her? Wie war denn das jetzt noch? Hier bin ich glaube ich noch nicht hin gewesen. Ah, wieder Dietrich. Ich müsste da hochkommen. Ach so, hier. Frage beantwortet. Bloß hier sind schon wieder Feinde. Ich dachte, ich hätte alle abgemobbt. Die Pillendose eines Mannes, verziert mit Hammer und Sichel. Das Innere ist mit Rückständen versehen und riecht stark. Irgendeine Art von Amphetaminen. Auf die Poster, du Horn. Aber auch mal eine nette Abwechslung.
ein paar Idioten den Arsch aufzureißen. Der Hochthema. Ich hoffe, es sind hier noch ein paar Opfer. Weil die Zeit, die läuft gleich ab. Und da ist es schon. Nach der Musik zu beurteilen, ja, sind hier noch ein paar Opfer. Ich habe ja auch schon ausgenommen. Bei mir war es schon, als ob ich hier schon lang gegangen bin. Wenn du alles ganz hier habt, oder nicht? Ja, hier bin ich auf jeden Fall schon mal lang gegangen. Naja, ich finde halt die Typen nicht. Scheiß drauf. Dann würde ich sagen, dann war es jetzt erstmal für dieses Let's Play. Falls euch etwas aufgefallen ist, egal was, dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr meint, dieses Video hat einen Daumen verdient, dann könnt ihr auch gerne einen Daumen geben. Sowohl wenn ihr uns weiterhin verfolgen wollt. Also beziehungsweise folgen, wenn sie verfolgen. Dann könnt ihr auch ein Abo da lassen. Ich meine, also ich für mich jetzt sage jetzt erstmal tschüss, reinhauen und noch viel Spaß mit unserem Kanal und ciao.